Hallo. Genau, wir sind wieder hier, weil ich so bescheuert war, von der Klippe zu fallen. Ihr erinnert euch vielleicht. Ist nicht schlimm, wenn ihr euch nicht erinnert. Vergessen wir das. So, ich versuche jetzt einfach mal durch die Pirscher zu. Ist das ein Krokodil? Warum? Okay, wir machen das anders. Moment. Moment. Also eigentlich habe ich Pirscher da erwartet. Da, wo das Krokodil ist. Aber vielleicht können wir das Krokodil auf die Pirscher hetzen. So, such dir einen Pirscher. Los. Da ist schon einer. Miau. Yes, es klappt. Jetzt muss nur unser Krokofant so lange durchhalten, dass er drei Pirscher platt macht. Da ist noch einer. Sehr gut. Meine Position ist aufgeflogen. Ja, das sehe ich. Was denn? Wo denn? Von wem denn? Ich mag mein Krokodil. Sag mal, ich sitze hier hinter einem Stein. Du kannst mich eigentlich gar nicht treffen. Kümmer dich um das Krokodil, du blöder Pirscher. Ha. Ich liebe mein Krokodil. Super. Mach ihn fertig. Hey, die Musik ist auf einmal aus. Du wirst doch wohl da drüben bleiben, du. Okay, wir machen das einfach mal zur Vorsicht. Und dann machen wir noch was anderes. Wieso explodieren die nicht? Stehe ich nicht. Okay, ich habe noch einen Pirscher gehört. Ja. So, okay. Das wäre geschafft. Aber ich habe noch einen Pirscher gehört. Ich könnte mich natürlich auch geirrt haben, aber wie ihr wisst, irre ich mich nie. Oder so. Vor allem nicht, wenn es um den Weg geht. Hallo. Okay. Ah, ich wusste es doch. Das wird eine laute Sache. Hasse Pirscher, hatte ich das schon gesagt? Ich kann mich nicht dran erinnern.
Danke, Krokodil, dass du mir mindestens 2 Pirscher platt gemacht hast. Ich mag auch Krokodile nicht, aber in dem Fall mochte ich das Krokodil. So. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Sägezahn. Das brauche ich vielleicht noch. Nee, das war ein Trümmer, das war gar kein toter Wächter. Ah ja. Ich bleib einfach diesmal hier unten. Was haltet ihr davon? Ich werde nicht die Klippe hinaufklettern. Nein, ich bleibe hier unten. Das hebe ich mir für später auf. Schwein. Schwein? Nein, Krokodil. Hört sich fast an wie ein Schwein. Ich mach das jetzt einfach mal. Wahrscheinlich werden wir von einem Krokodil gefressen. Ich schwimme mal ein bisschen schneller vielleicht. Ja. Schneller ist gut. Ich gehe ganz fest davon aus, dass Krokodile auch schwimmen können. Mal gucken, wie lange wir die Luft anhalten können, falls uns eins begegnet. Da kommen sie. Was? Wo denn? Nein. Geht weg. Was auch immer da kommen soll. Ah, sehr gut. Im Wasser findet man auch nicht so viel Gesundheit, nehme ich an. Wenn ich nicht so angespannt wäre, würde ich anhalten und gucken, ob ich im Wasser meinen Fokus anmachen kann. Aber ich traue mich nicht. Soll ich mal? Okay, ich mach's einfach. Es geht. Okay, reicht. Falls es nochmal eine Extension gibt, ne? Dann fände ich es total cool, wenn es unter Wasser wäre. Wenn sie auch schwimmen und tauchen, also schwimmen kann sie, aber wenn sie auch tauchen könnte. Das wäre doch cool, oder? Eine Unterwasserwelt? Unterwasserruin? Okay, da hinten sind Krokodile. Ich schwimme mal hier so links rüber. Nein! Tauchen. Okay. Schnell, Aloy, weg hier. Hm.
Auweia, ey. Okay. Da sind sie. Okay, Karte gucken. Okay, wir müssen also irgendwie da herum. Ich würde mal sagen, wir gehen rechts rum. Aber rechts sind natürlich auch die Krokodile. Und da, wo wir gerade herkommen, wäre eine Blume gewesen. Ach, wie schade. Na egal. Die holen wir uns ein andern Mal. Jetzt gehen wir erstmal direkt zu den Krokodilen und putzen sie weg. Oder schleichen uns dran vorbei, oder beides. So, Schluss jetzt. Apropos schleichen, bevor ich das nochmal verschiebe. Wir haben bereits 4 Fertigkeiten freigeschaltet. Ausweichtalent ist super und stiller Sprint ist auch nicht schlecht. Anführerschlag ist sehr gut. Schlag von unten interessiert mich nicht so. Doppelschuss haben wir. Dreifachschuss ist natürlich echt toll. Aber schneller laden ist noch toller. Und deswegen nehmen wir jetzt erstmal Konzentration, auch wenn sie mich nervt. Okay, weil das da ist echt richtig gut. Schnell laden. Und, falscher Knopf. Und dann wollte ich mal gucken, ob wir auch Tragekapazität... Ja, guckt mal, wir haben hier richtig was... Wow, größtes Update geschafft hier auch. Weil ich so hartnäckig am Jagen bin, seht ihr? Was brauchen wir noch? Seilwerfer, Fische. Truthahn. Outfit, okay, auch noch Fische. Und Kaninchen und Ratten, also alles. Außer Schweine. Okay, also. Truthahn, Fische, Kaninchen und Ratten. Ich werde keine Schweine mehr jagen, versprochen. Vielleicht ab und zu. Ein kleines. Ein ganz kleines Schwein. Ich gehe mal jetzt doch hier so ein bisschen hoch. Ich verspreche auch, dass ich versuchen werde, nicht runterzufallen. Wie zur Hölle? Sollen wir denn da hinkommen? Da so hoch? Also hier gucke ich gerade so drauf, ne? Und jetzt habe ich gerade überlegt, ob ich hier so hochkomme, aber es sieht irgendwie nicht so aus. Wenn ich jetzt hier weitergehe, da ist halt Nebel. Ja, aber ich glaube, das ist der Weg. Anders sehe ich das jetzt nicht. Also hier runter und dann da durch. Also nach rechts wieder. Ne, da war alles im Nebel auf der Karte. Das brauche ich später noch. Kaninchen, Ratten, Truthahn,
Krokodile. Nein, nein, nein. Ein Schwein. Ich lasse es links liegen. Ihr werdet sehen. Ja, ich lasse es links liegen. Okay, das ist gemein. Es läuft mir direkt über den Weg. Aber ich, jetzt war es das letzte Schwein. Versprochen. Okay, wir müssen uns jetzt hier irgendwie so lang schleichen, oder was? Also. Die Alternative wäre wieder schwimmen. Ich traue mich nicht. Liegt da ein Krokodil? Nee, es ist nur Holz, okay. Plötzlich finde ich die Fertigkeit stiller Sprint gar nicht mehr so doof. Habt ihr gesehen, oben links im Bild war gerade ein kleiner Filmfehler? Da wieder? Vielleicht mache ich das Spiel schon wieder fertig mit diesem Weg. Aber eigentlich finde ich, sieht der Weg super aus, oder? Da hinten sind Ruinen oder so. Boah, wie klar das Wasser ist, ne? Da fackelt doch was ab. Was fackelt denn da? Ich finde, wir haben einen super Weg gefunden. Gucken, was hier so rumfackelt. Hallo? Ich werde das später ausschütteln. Oh Gott. Hier ist eine Spur. Das scheint aber irgendwie nicht zu uns zu gehören. Also nicht jetzt zu dieser Quest, meine ich. Aber es aktiviert sich auch nichts, ne? Ob ich die jetzt trotzdem machen kann, wenn ich jetzt einfach den Spuren folge? Rätsel über Rätsel. Nein, wir machen das einfach dann, wenn es gefragt wird. Hey, aber sich hier so lang zu schleichen, hatte doch echt den Vorteil, dass uns nicht ein einziges Monster begegnet ist. Ja, mal testweise wieder nach oben gucken, ob ich mal jetzt langsam wieder irgendwie auf eine Straße komme. Na, nö, ne? Na, das ist doch so eine Art Weg hier. Voll gut. Lagerfeuer. Sehr gut. Irgendwo über mir. Dort. Na toll. Sind, aber wir sind auf jeden Fall nicht total verkehrt. Sehr gut. Ich habe das Gefühl, wir sind vielleicht ein kleines bisschen unkonventionell gegangen. Aber ist nicht schlecht. Mir hat's gefallen. Ich war da auf jeden Fall noch nie.
Schön das aussieht, ne? Wie in Marokko oder so. Mein Fokus empfängt wieder ein Signal. Okay. Aber erstmal helfen wir da. Ja, die arbeiten mit Schock. Ne? Sehr gut. Irgendjemand gestorben? Ich glaube nicht. Voll gut. Das Signal muss ganz nah sein. Oh, ich höre ein Langbein. Das passiert, wenn man sich mit dem Sonnenreich anlegt. Da! Wow. Des Langhalses. So cool. Hört ihr auch diese, die Banuk würden sagen, das Lied? Da ist ein Lagerfeuer, das ist schon mal gut. Das hält sich. Okay, also erstmal den Langhals erklimmen. Nein, erstmal das Lagerfeuer. Wo habe ich es gesehen? Hier. So, und jetzt den Langhals. Wartet, ich muss das kurz aktivieren. Zack. Oh. Das ein oder andere Tierchen läuft hier rum. Und ich glaube, das ist ein... Nein, zwei. Da. Dann gib mal Gas, Jungs. Ich muss auf den Langhals. Oh. So ein kleiner Läufer. Und das war's mit dem kleinen Läufer. Gemein. Sind aber auch ein paar Viecher, wa? Okay. Der humpelt schon, das ist ganz gut. Das hat gesessen. Und das erst recht. Das nehme ich für unterwegs mit.
Das war das kleine Läufer. Das arme Ding. So, ich könnte mir vorstellen. Nee, sie sagt nix. Dann ist es nicht hoch genug. Sonst würde sie sagen, sie kann bestimmt... Ah, von da können wir springen. Okay. Och ja, da sind ja auch so Feuerbrüllrücken. Wie oft ich schon vorbeigerutscht bin an Gras. Ja, okay. Hier war doch auch eben so ein Sturmvogel. Die können vielleicht ein kleines bisschen was gegen diese Brüllrücken tun. Okay, keine gute Idee. Keine gute Idee. Oh, und ein Eisbrüllrücken. Ach nee, es ist auch ein Feuerbrüllrücken. Und der Langhals so gähn. Ich kann euch gar nicht sehen. Aber hier bin ich einfach nicht hoch genug, ne? Nee. Das war der Sturmvogel. Boah, diese Brüllrücken. Fiese Möps. Ich glaube, der Wächter ist wahrscheinlich auch hinüber. Na komm, mach ihn fertig. Da geht noch was. Oh, er ist einfach umgefallen. Habt ihr das gesehen? Er hat nur noch so einen kleinen Puster von sich gegeben und ist umgefallen. Na gut. Na egal. Machen wir ihn fertig. Jetzt habe ich hier alles. Oh, sag mal, die haben sich aber auch hier über die ganze Bahn verteilt. Besser hätte ich es auch nicht gekonnt. Gar nicht gemerkt, dass es so viele waren. Und die Feuerbrüllrücken alle gegessen haben. Okay. Schnell noch alles abpflücken. Das nehme ich lieber mit. Genau.